Wir züchten seit 12 Jahren Alpakas, haben vor 12 Jahren in Leverkusen begonnen mit 3 trächtigen Stuten, um zu gucken, klappt das, kriegt man das gehandelt, weil wir halt mit den Tieren wachsen wollten vom Handling her. Und das hat auch geklappt. Über 50 Tiere leben mittlerweile in Windeck-Kohlberg. Dabei hatten es die Bormanns am Anfang gar nicht so leicht. Die Bude hier stand 3,5 Jahre zum Verkauf, die wollte keiner haben. Es war sehr heruntergekommen. Also die Scheune, da hingen die Bretter in Fetzen. Es waren keine Dächer drauf, war keine Zuwegung, keine Straßenanfassung. Es war also sehr, sehr viel zu machen. Aber die Arbeit hat sich gelohnt. Heute kommen Besucher aus ganz Deutschland auf die Farm in Windeck, um zum Beispiel mit den Alpakas wandern zu gehen. Einfach nur in die Schlaufe und nachher, wenn ihr euch ein bisschen angefreundet habt, kannst du die Hand auch loslassen. Dann geht's los. Mit bis zu 15 Besuchern ziehen die Alpakas durch den Wald. Und für viele Besucher ist es das erste Mal. Dennoch Berührungsängste, Fehlanzeige. Ja, ich hatte einfach, bei Pferden habe ich einfach Angst, weil die treten, die sind riesig und einfach gewaltig. Mhm. Und da hatte ich irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass das hier auch so ist. Aber sie sind ja wirklich klein und ja, einfach lieb. Falls man es nicht gehört hat, einfach lieb.